Fettstoffwechselstörungen im Körper sind ein großes Problem. Sie sind ein Risikofaktor, insbesondere für die Entstehung von Plaques oder auch Durchblutungsstörungen. Wenn wir eine Entgiftung planen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits können wir unseren Körper kurzfristig durch das Herausnehmen von Fetten, zum Beispiel durch die Fettapherese, erleichtern. Zweitens können wir auch eine sogenannte Leberapherese machen. Dabei werden verschiedene Toxine und Giftstoffe, Abbauprodukte der Leber, aus dem Körper entfernt. Das funktioniert mit einem sogenannten Apheresegerät. Das nimmt aus der einen Armseite Blut aus Ihrem Körperkreislauf auf, leitet das Blut durch einen jeweils entsprechenden Filter, einen Leberfilter oder einen Fettfilter, und auf der anderen Seite wird das Blut wieder in den anderen Arm hineingegeben. Es geht also nichts verloren, lediglich Toxine oder Fette werden aus dem Körper entfernt, um eine Erleichterung zu schaffen.